Störsender sind ganz oben. Jeder Turm deckt ein begrenztes Gebiet ab. Kletter auf alle und du deckst die gesamte Karte auf. Okay. Also das mit den Waffen haben wir jetzt irgendwie gerade übersprungen, aber das ist uns auch irgendwie mehr oder weniger lax oder Wayne. Gehe zum Funkturm. Gut, da kann ich ja schon direkt vorlaufen. Unten haben wir jetzt auch eine Minimap. Die Piste ist gezogen. Sehr gut, ja, komm. Wir sind auch keine Anfänger hier im Shooter. Auf M ist leider keine Map. Sprinten haben wir alle schon raus. Ich muss auch sagen, unser Schwierigkeitsgrad, wir haben jetzt hier nicht gerade den Anfängermodus gewählt, sondern wir haben durchaus den fortgeschritteneren Modus gewählt. Also Jungs, wundert euch nicht, wenn das Ganze hier ein bisschen, ja, grober zur Sache geht und wir vielleicht auch an der einen oder anderen Ecke mal sterben. So, ja, auf jeden Fall jetzt hier noch die ganze Zeit so ein... war da irgendwas? Nee. Hier auf jeden Fall erstmal den Funkturm, werden wir auch erstmal schön hingeführt mit dem, ja, Pfeil da. Neues Tutorial, drücken wir einmal Escape. What the fuck? Eine fucking Spinne. Schlange. Spinne, ja, ist gut. Aktiviere Funktürme, um die Karte aufzudecken, Waffen kostenlos im Shop freizuschalten, neue Übergabeaufgaben freizuschalten. So, die Spinne, Arschleckenspinne ist. Scheiß Schlange. So, Schlangen haben wir gekillt, da können wir auch noch über Escape was Neues rausfinden. Kaum ein Tier wird von den Insulanern so verabscheut wie die Schlange. Sie gilt als unsauber, sie zu essen ist tabu. Schlangengift von Rock Island wurde in den 50er von der CIA verwendet, um Geheimnisse aus russischen Wissenschaftlern herauszufoltern, aber auch als Alternative zur Wermut in Martinis. So Leute, oha, da können wir die ganze Waffen, ganze Tiere auf alles nachschlagen in unserem Lexikon. Da würde ich sagen, geht auch schon gleich die erste Frage an euch. Was haltet ihr davon? Soll ich viel immer eher vorlesen? Ja, was es da für zusätzliche Informationen gibt? Oder wollt ihr da eher, dass ich euch ja von solchem biologischen Wissen lieber erspare? Das ist halt ein bisschen da up to you. Da, ja, das ist halt, wie gesagt, könnt ihr entscheiden. So, müssen wir zusehen, dass wir auch die hochklettern. Uns jetzt hier nicht gleich schon blamieren und auf die Fresse legen. Na, hier würde ich ja, ne, nicht ganz so freiwillig im echten Leben hochklettern. Denn der Turm sieht mir nicht so ganz geheuer aus, muss ich ehrlich sagen. So, die Spitze des Funkturms haben wir erreicht. Schalte das Störgerät ab. Und dir werden Kartendaten und wichtige Orte dieser Region gezeigt. So, E halten, um die Kiste zu plündern. Halten natürlich. Oh, Munition, Geld und sonstiges. Das finde ich doch mal ganz nett. Ach, und hier haben wir auch schon den Strom. Gut, den aktivieren wir ganz kurz. Zack, und. Strom an. Ja, so. Alles klar. Oh, nice. Jetzt wird uns das in so einer... ist das Porno, ey. Mann, ist das Spiel geil. Jetzt wird uns ja richtig geil dargestellt jetzt hier erstmal. Okay, dann noch eine Hütte. Okay, wir hatten irgendwie so eine Art Kirchenturm, eine kleine Hütte. Ja, Funkturm aktiviert. So, benutze die Seilrutsche, um schneller unten zu sein. Gut, wo ist denn die Seilrutsche? Ist das ja die Seilrutsche? Nee, das ist nicht die Seilrutsche. Welche? Wo ist... da oben. Okay. Experience gab das erstmal. Was bringt uns denn Experience in dem Game? So. Da sind wir wieder angelangt. Hab's erledigt. Gut. Zeig mir deine Karte. So, öffne die Karte mit M. So, damit habe ich mich ja auch gerade eben noch beschwert, dass wir keine Karte hätten. Die Karte hätten wir jetzt geklärt. Alles, was du wissen musst, ist nun durch den Funkturm aufgedeckt. Geschäfte, Abenteuer. Die Insel ruft nach dir. Und genau wie du sind die Händler hier von außerhalb. Auch sie brauchen die Funktürme für ihre Geschäfte und sie belohnen dich für jeden befreiten Funkturm. Ein wahrer Krieger muss jagen. So will es die Natur. Sieh auf die Karte und wähle dein Jagdrevier. Hab keine Angst vor deinem Instinkt. Die Gesellschaft lehrte dich zu versagen, nicht die Natur. Hier. Also, willst du deine Freunde retten, musst du den Dschungel kennen. Tierhäute und Leder ermöglichen dir, Ausrüstung und viele Waffen mitzuführen. Komm, hör auf, das ist aus so geil. Aus Pflanzen kannst du starke Medikamente herstellen, die dich heilen und deine Sinne schärfen können. Geh,
kehre zurück, wenn du den Dschungel beherrschst. Wie meinst du das? Was soll ich denn dort tun? Hör auf deinen Instinkt. Drücke Escape, um die Karte zu schließen, Leute. Mann, ich sitze hier mit dem fettesten Grinsen vom PC, denn das Game, das ist genau meine Richtung. So, erreiche das Jagdgebiet. Kleinen Blick immer auf die Minimap. Hier gibt es auch ein Auto. Sag bloß, ich kann Seilrutsche. Ach, hier können wir auch was über die Seilrutsche lesen. Lesen wir selber jetzt nicht durch. 8 Dollar neue Karte im Shop erhältlich. Oder was stand da gerade? Irgendwie sowas Wirres. Von wegen... Was gibt's denn hier eigentlich? Irgendwie noch Kisten oder wie? Ah, genau. Hier sieht's wohl noch so aus, als wenn wir noch ein bisschen die Kisten plündern können. Wird zumindest auf der Minimap so angezeigt. Ja, doch, das lassen wir uns, würde ich sagen, nicht entgehen. Ich meine, wir kriegen ja schon ganz praktische Sachen. Schön viel Kohle und irgendwie auch ein Doggyback. Keine Ahnung, was der Scheiß soll. Hier steht auf jeden Fall ein Auto. Können wir es zufällig mitnehmen? Ja, das geht auch gleich schon. Perfekt. Ja, da können wir doch den Weg nehmen hier. Können wir dem Straßenverlauf mal ein bisschen folgen. So, auch hier schön das Lenkrad links. Alles andere wäre auch ein bisschen gay. Lenkung ist ein bisschen wackelig, muss ich sagen. Der schlettert ganz gut hier auf dem Boden. Rechts sehen wir hier zum Beispiel auch schon wieder auf der Minimap so wieder so kleine Sachen. Wahrscheinlich so Kräuter, die wir einsammeln können. Mal ganz gucken, ob wir auch richtig sind. Na, ich würde sagen, dann fahren wir lieber da den Weg rein und dann gleich rechts wieder. Wahrscheinlich führt uns das jetzt gar nicht so richtig dahin. So, fahren brauchen wir auch gar kein Tutorial für. Oh, was haben wir denn hier? Wartet mal, Kinder. Ja, steigen wir langsam aus. Da haben wir irgendwie was gesichtet. Und zwar Diamanten. Wo? Ach, oder nee, das sind wieder Schatzkisten oder sonstiges. Oder irgendwas, was wir aufheben können. Hä? Ich müsste jetzt eigentlich gerade genau draufstehen, aber ich sehe nichts. Komisch. Vielleicht ist es unter uns in der Höhle oder so. Keine Ahnung. Komm, halten wir uns an unsere Aufgabe und bewegen uns jetzt erstmal zu unseren Jagdgründen. Oh mein Gott. Freunde, ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe, aber ich glaube, ich muss das noch ein paar Mal sagen. Es ist nur geil. So, töte und häute 2 Wildschweine und sammle 3 Pflanzenarten in der Nähe des Dschungels. Alles klar. So, Auto wird geparkt hier. Ja, echt einen ganz netten. Was haben wir denn hier? Alten einen C haben wir hier. Okay, ich würde jetzt auf Ford tippen, wenn ich das Ding so sehe. Aber na gut. So, ich würde sagen, wir müssen ein bisschen Ausschau halten nach diesen wilden Tieren, denn die napfen uns bestimmt ganz gut, wenn wir nicht aufpassen. Da ist noch eine Kiste, eine Truhe. Die werden wir auf jeden Fall nochmal mitnehmen, plündern. Söldner Hundemarken MP5 Munition oder MP Munition auf jeden Fall. Uiuiui, gut. Kleinen Sprung hier rüber. Hoppala, das geht gut. Und, ja. Kaminrotes Blatt hätten wir. Alles so Kräuter, die wir alles hier mitnehmen können, ist echt geil gemacht. Aber wir haben noch gar kein Schweinchen gesehen. Wo sind die Schweine? Ich warte auf euch. Oh, hier ist ein Fluss, okay. Ja, doch, wird uns ja auch angezeigt auf der Map. Ist wahrscheinlich für auch die für die eine Pflanzenart sogar schwimmen gehen. Oh, schwimmen sieht ja auch geil aus. So, das war das blaue Blatt. Noch ganz, ne? Ganz feucht noch. Ist die Kamera natürlich auch dementsprechend verschmiert, aber es hat sie auch schnell wieder gelegt. Na, was konnte ich hier einsammeln? Ja, genau. Das sollten genug Pflanzen sein. Wie bitte? Ah ja doch, alle Pflanzen hätten wir. Oh ja, da sind die Wildschweinchen. Und ich glaube, ich bratze jetzt einfach mal den Schädel weg. Ja, denn da kommen die auch schon. Au, au, au. Nein, 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 nein. Ich schaffe das. Mit dem Aiming habe ich es noch nicht hundertprozentig, aber ich kriege das trotzdem hin. So, das hat uns erstmal ein bisschen Munition gekostet, aber... ja, was sollen wir da tun? Boah. Wildschweinfell, Jungs, das war kein Wildschweinfell, da haben wir gerade das Herz rausgeholt oder sonstiges. Fell sieht aber anders aus. Einfach in den Rucksack, na super, Mutti wäscht den ja wieder im Anschluss oder wie sieht das aus? Lecker! So, begib dich per Schnellreise nach Amanaki und triff Dennis. Karte öffnen, wähle ein Schnellreisesymbol,
Schnellreise durchführen. Okay, das machen wir sofort. Ich wollte hier nur noch ganz kurz nochmal die Kiste mitnehmen. So ein direktes Tutorial brauchen wir immer gar nicht. Das finde ich ein bisschen übertrieben. So, Karte öffnen mit M. Amanaki. Ne, wie sollten wir es jetzt machen? Ach, fuck. Jetzt brauchen wir das auch schon, oder wie? Ach, genau. Nee. So, ja. So, genau. Perfekt. Wollte erst nicht ganz, aber jetzt im Nachhinein hat es dann doch noch hingehaut. Sprich mit Dennis. Wo sind wir denn hier schon wieder? Ist das meine Schaufel? Ah, hier können wir was kaufen. Munition können wir hier kaufen. Inventar auffüllen für 120. Pistolenmunition. 24 Schuss Pistolenmunition. Wie viel haben wir denn? 8, 9 haben wir, glaube ich. Ich glaube, wir kaufen einfach ein bisschen was. So, jetzt haben wir 24. Können wir noch mehr kaufen? Kaufen nicht möglich. Die Munitionsreserve für diesen Waffentyp ist voll. Stelle größere Taschen her, um mehr Munition tragen zu können. Leute, macht mich nicht so scharf. So, meine Escape-Taste gefunden und... Gibt es noch was Beeindruckendes? Ich meine, was hängt hier so? Na, okay. Gut, das war wohl, oder? Da, genau, das war ja unser Waffenschrank. Mit der Schaufel können wir nämlich gar nichts anfangen. Da müssen wir jetzt noch den Ausgang finden. Na, wer lässt uns denn hier wieder raus? Ach, hier. Wusste erst gar nicht, was als Tür durchgehen soll hier. So, da können wir Geld ausgeben. Und, ach ja, hier unten ist es ja auf der Karte markiert. Das heißt, hier haben wir auch so ein bisschen unsere Hütte, so unser Zuhause. Ja, da können wir uns wohl immer ausruhen und, ja, unseren ganzen Scheiß reinlegen. Moin Moin, Dennis, was geht? Dennis, ich habe die Pflanzen und Tiere. Gut, forme die Natur nach deinem Willen. Ich zeig es dir. Alter, ich stehe sowas von drauf, dass man alles so nach seinem eigenen Willen machen kann. Benutze das Menü, um verschiedene Mittel anzurühren. Herstellung. Ja, ich sollte, glaube ich, in die Herstellung gehen. Handbuch kann ich irgendwie auch noch nachlesen, aber nee, wir gehen erstmal in die Herstellung. Jetzt benutze die Pflanzen, um 2 Spritzen herzustellen. 2 Spritzen, okay. Ja, heile dich mit diesen medizinischen Spritzen. Auswählen. Halte Q gedrückt, um schnell 2 Gesundheitsfelder zu heilen. Lerne neue Fähigkeiten, um die Wirkung zu verbessern. Diese Spritze kann keinem Feld zugewiesen werden. Okay, davon weiß ich jetzt noch nichts genau, was es heißt, aber wir stellen es auf jeden Fall mal her. Noch eins oder wie? Oder was? Oder gut, Jason. Vielleicht findest du noch wirksamere Pflanzen im Wald. Stelle eine einfache Beute. Benutze die Häute der getöteten Tiere, um deine Taschen zu vergrößern. Oh, die Herstellung ermöglicht dir, mehr Waffen, Geld, Beute und Spritzen zu tragen. Okay. Ja, da haben wir 2 Wildschweinfälle, benötigt 2. Haben wir natürlich von gerade eben. Ja. Perfekt. Eine Sache noch. Das Tatau auf deinem Arm. Das bedeutet, dass du besonders bist und die Seele eines Kriegers hast. Du bewegst dich auf einem Pfad. Ich zeige dir, wie du es ergänzt. Mit jedem Tatau lernst du eine Fähigkeit. Du kannst 3 verschiedene Arten von Fähigkeiten lernen. Und nun zeige ich dir den Takedown. 3 verschiedene Arten, okay. Halte mittlere Maustaste gedrückt, um Granaten abzukochen. Und lass los zum Werfen. Lass sie in der Hand, nicht in der Hand losgehen. Ja, das ist klar. Das ist jetzt... Okay, und deswegen auch unsere Experience für Level-Up und so ein Scheiß. Was haben wir denn hier noch so? Hier haben wir wohl noch nichts. Ach nee, doch, könnten wir. Nähere dich einen Gegner leise von hinten und schalte ihn mit F aus. 3-fache Experience pro Kill. Das werde ich auf jeden Fall, glaube ich, machen, denn das hört sich so ein bisschen geil an. Was haben wir denn hier? Du kannst beim Sprinten C drücken, um über den Boden zu rutschen. Das ist auch nicht schlecht. Aber ich würde sagen, wir setzen erstmal hier Punkte in der Hai. Das sieht auch so richtig aus, ja, als wenn wir hier so Skillpunkte hätten. Ich meine, hier ist die Spinne, das ist der Hai und das ist der Reiher. Also so ein bisschen so, wahrscheinlich ist dann hier das so ein bisschen der Meucheltree oder sonstiges. Ihr wisst schon, wovon ich spreche. So, verfügbare Fähigkeitspunkte. Da würde ich das ganz gerne hier lernen. Du wirst immer stärker und mit jeder Fähigkeit wird das Tatau größer. Nimm noch eins. Okay, das hätten wir verstanden. Schönes Tutorial. Ne, das mit den Granaten finde ich nicht so sexy. Ich würde sagen, dann nehmen wir das mit dem Sprinten.
Das hast du gut gemacht, Jason. Dankeschön. Das Tatau. Hey, Philippe, wir fahren zum Außenposten bei Amanaki. Wir haben dir eine Amerikanerin. Komm her, wird lustig. Was ist denn jetzt? Lisa. Oh, Scheiße. Wir müssen sie zurückholen. Komm, mir nach. So, benutze das Menü, um verschiedene Mittel auszuführen. Steige in den Truck. Ja, natürlich auf der anderen Seite, dann links sitzt der Erste drin. Sondern bei GTA und können ihn einfach rauswerfen hier. Was ist das für ein Außenposten, wo sie hinbringen? Die Außenposten sind Festungen, die man überall auf Rook Island findet. Was Piraten benutzen sie, um die Gebiete zu kontrollieren. Also fahren wir direkt in den Kampf. Ja, das ist gut so. Wenn wir deine Freundin befreien, schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir führen Krieg gegen Vaas. Es ist wichtig, dass wir den Piraten die Außenposten abnehmen. Wenn die Rakyat einen erobern, wird das Gebiet sicherer. Alle können es dann schneller durchqueren und es ist eine Gelegenheit, Erfahrung als Krieger zu sammeln. Wer ist denn im Truck? Rakyat-Krieger. Die wahren Rakyat, die im Herzen der Insel leben. Durch das Tatau werden sie dir vertrauen. Hör zu, danke für die Hilfe. Aber ich will nur Lisha befreien und meine Freunde finden. Mein Bruder. Das ist die einzige Chance, ihr Leben zu retten. Du bist aus dem Sklavenlager entkommen. Und lebst noch. Es ist Zeit zu kämpfen. Wir sind alle gleich, Jason. Es gibt nur einige, die nicht handeln. Das ist der Unterschied. Alles klar. Ich kann das. So wie du war ich einst ein Fremder hier. Du bist nicht allein, mein Freund. Wir werden mit dem Angriff auf dich warten. Meine Fresse. Dennis hat dir das Tatau geschenkt. Jetzt musst du kämpfen. Du eliminiere alle Piraten im Außenposten. Die Entfernung ausschalten oder dich anschleichen. Deine Entscheidung. Oh mein Gott, Leute, ihr macht mich so fucking geil. Okay, also, dass wir jetzt gleich am Anfang hier schon anfangen, den ganzen Außenposten auszuräumen, das finde ich echt nicht gerade schlecht. Das können wir ganz sicher noch ein bisschen ranzoomen. Und wie es eigentlich aussieht, müssen wir da jetzt einfach ja ein bisschen dichter rein. Hier scheint es auch schon so ein bisschen gelb zu sein. Waffenauswahl, da können wir noch mal ganz kurz ein bisschen reingucken. Halte Waffen halten, 1 drücken, benutzen, Waffen auswählen. Ja, okay. Was habe ich denn? Ja, ich werde wahrscheinlich keine großen Waffen haben, nee, wäre ich nicht. So, und ich glaube, ich befinde mich jetzt auf gegnerischem Territorium. Oder Territorium, Entschuldigung. Muss ich ganz mal abchecken mit der Karte. Ja, doch. Sieht ganz gut aus. Ich komme. So, ich glaube, ich chill mich schon mal so ein bisschen in die Gebüsche. Denn da hinten haben wir schon einen gesehen. Ja, genau. Leise bewegen, das ziehen wir, glaube ich. Ja, klar. Okay. Ja, habe ich mir gedacht. Als wir uns mit C leise hocken müssen. Jetzt kriegen wir hier massig Anleitung gerade. Aber ich glaube, das müsste mehr oder weniger eigentlich alles klar sein. Oder? Wenn ich jetzt irgendwas ganz, ganz Wichtiges vergesse, dann müsst ihr das mir irgendwie nochmal in die Kommentare schreiben. Aber so wie es aussieht, müsste das erstmal fürs Erste alles klar sein. So, ich versuche jetzt erstmal irgendwie so ein bisschen von hinten ranzukommen. Ich weiß ja nicht, wieso die Reichweite ist der Sichtfelder, das müsste ich aber auch angezeigt bekommen. Und wenn ich jetzt einfach einen abkill, ob ich dann nicht gleich hier Alarm auslöse. Ich meine, der sieht mich gerade. Oh mein Gott, das war gerade richtig knapp. Ihr habt gerade gesehen, wenn der Bereich voll ist, dann hat er mich gesichtet. Und wir sollen jetzt einfach alle Piraten hier eliminieren. Würde mich auch mal wundern oder fragen hier, wenn wir einen eliminieren, ob wir dann seine Waffe aufheben können. Ja, wie machen wir denn das am besten, Mann? Ich bin jetzt noch ein bisschen schissy. Entweder wir machen das jetzt echt hier auf die brutale Art und Weise, oder wir gehen leise und langsam hoch. Oh, fuck. Ja, geil. Lisa, ich bin hier! Es wird langsam und fahrbar. Yo, Baby, jetzt geht's hier los. Nur weil dieser scheiß Köder uns da verraten hat. Fucking Granaten hier oder was? Da hat uns erstmal direkt aus der Deckung getrieben.
Das Schwein. Einer ist da noch hinten. Den jagen wir jetzt. Okay, also anzuzoomen ist wahrscheinlich wichtig, denn sonst können wir echt schlecht halten. Schlecht schießen meine ich natürlich. Oh, und ne, gleich eine AK-47. Okay, also wir upgraden da schnell wohl unsere Waffen.